your service. I'm the fucking boss. Building completed. Es wird schon irgendwie klappen. Irgendwie. Good morning, sir. Irgendwie fangen gerade ein bisschen die Türme. Es dauert ewig, bis da welche drin auftauchen. In der großen Schlacht hatten die Menschen auch solche Kraftzüge mit zwei Maschinenkanonenarmen. Ah, okay. Es erinnert mich auch an Avatar Wing. Aufbruch nach Pandora. Da hat auch der eine ist doch auch zum Schluss runtergesprungen mit so einem Anzug. Let me crush some skulls. Oh yeah. Ja, hier haben wir zwei Mauern, da haben wir noch eine Holzmauer. Hier haben wir halt nur eine. Das Problem ist hier halt auch, da ist durch den Stein recht offen. Mal gucken. Da keine Ahnung, ob ich komme, ob die jetzt wirklich von allen Seiten kommen. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Ich habe hier echt ein bisschen Angst, ne? Dass die mir die Häuser überrennen. Hello. The train has arrived at the station. Oh, da ist doch noch ein bisschen mehr zu, weil. Tschüss. So. Ob die auch da oben kommen. Kann mal jemand kurz das Ding da sammeln? Stop staring at my muscles. Yes, it's a wonderful day, don't you think? Yes. Shh. I'm hungover. Yeah. So. Da liegt auch noch Eisen. Keinen, der sammeln kann. Tell me. So. Let's go. Perfect. Okay, weiter produzieren. Leute, nicht aufhören, nicht aufhören. Attention, welding completed. That will be easy. Steht auch gar kein Titan. Ach, hello. Das steht ja der hier nochmal. Ja, passt. Oh! Den hätten sie halt schön überrannt, ne? Das wäre vorbei gewesen. Zu wenig Öl, ne? Viel zu wenig Öl. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Mal ganz kurz, ich muss nur noch den Schwamm überleben. Eigentlich haben wir sonst alles schon. Sagt sich jetzt leicht, aber schauen wir mal. Scheiße. Good morning, sir. So, eben habe ich noch Not IOS Rock gespielt. Zwischen Eltern besuchen und Twitch. Fleißig, fleißig. Reporting for duty. Ja, hier müssen wir dich auch aufwerten, oder? Ach, ich weiß nicht so recht, ich weiß nicht so recht. Dozens of infected are near the colony. They are approaching from all sides. Ich liebe diesen Spruch. Auch mal das?
Schaffen wir das? Ich weiß es nicht genau. Scheiße, ich weiß echt nicht, ob das was wird. Sollen wir ein Backup machen, weil ich hab echt. Ich bin mir nicht sicher, ob das was wird. Tea Time, ich weiß es so recht. Ach, das ist dieser Grafikfehler hier gerade, ich weiß nicht warum. Hello. Sorry, sir. I was cleaning my weapon. Reporting for duty. Noch? Good morning, sir. Orders, sir. Tell me. Reporting for duty. Let me crush some skulls. Reporting for duty. Lord. Attention. Building completed. Ich bin ein bisschen nervös. Weil wenn es schief läuft, ist natürlich kacke, ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dass es jetzt in die Hose geht, ist doof. Reporting for duty. Hab ich hier einen Jäger? Nee, ne? Gerade überlegt, ob ich nicht einen von hier abfangen und zumindest einen auch hier runterführe. Nee, das sind zu wenig. Das macht keinen Sinn. Let's go. Reporting for duty. Da haben wir noch nicht mal Stacheldraht. Vielleicht die Frage, kommen die von überall? Nicht schon. Oh Gott. Diese Aufregung immer vom letzten Schwarm finde ich so grausam. Ist auch noch kein. Oh Mann! Das wird aber jetzt nichts mehr, ne? Scheiße! They are trying to break through. Okay. Kommt hier nur einer? Moment mal. Vier! Vier! Da kommt keiner? Oh, the infected. They're so rude. They are attacking the colony defenses. Ja. Okay, hier sind es vier. Kommt echt keiner. Hätte ich das vorher gewusst, ne? Könnt ihr mal rein da, Leute? Also hier kommen auf jeden Fall, ich weiß nicht wie viele. Drei. Ui, Merigan. Ja! Und die haben hier schon was. Hier ist nur einer? Hier sind wir schon durch? Was ist das für eine Aufteilung, Freunde? Jetzt lass mal kurz überlegen. Hier sind es drei, vier. Ich weiß nicht, was hier kommt. Das ist sowieso gerade mein Problem. Das sind es nochmal drei. Die sind natürlich auch gleich durch. Wenn die dann mal richtig loslegen, sind die natürlich schnell durch. Hallo. Let's go. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich jetzt gleich nochmal problematisch dann.
Okay. Es klappt. Das wird. Kommt schon. Das wird. Wie viel kommen hier? Das ist scheiße. Das ist jetzt schlecht. Warte mal. Das gefällt mir nicht so gut, weil dann natürlich auch gleich die Häuser kommen, ne? Das ist nicht so ganz so geil. Sieht's denn hier aus? Hier sieht's sehr gut aus. Da ist eigentlich nur einer so wirklich übrig. So einem Garanten wollen wir aber keine Schelle bekommen. Ja. Ja, definitiv nicht. Der hat mir schon genug Einheiten gekostet, die Viecher. Fällt mir gar nicht hier. Das gefällt mir nicht. Die sind schon durch. Jetzt müssen wir mal kurz. Zumindest einen haben sie weg. Ich will halt auch nicht zu früh welche abziehen, weil ich habe doch ein bisschen Sorge, dass ich zu früh. Good morning, Sir. Komm, wir ziehen jetzt den Titan schon mal ab, weil der läuft so langsam, den müssen wir beiholen. Our buildings are being attacked. Jolly good. Our defenses are being attacked. Damn it! No! What? Der killt mir halt die Soldaten, wie die fliegen weg, ne? Kannst du sehen, wie viel HP so ein Gigant hat? Ja, 10.000 haben die. Meine Titanen haben zumindest 800. Aber ja, da merkt man mal, wie die abgehen hier, ne? Aber es wird. Alles gut. Okay. Gut. Alles klar. Also ich glaube, dass hier nur noch... Eigentlich kann hier nur noch... Also höchstens zwei Level danach noch kommen. Hier noch eins und da noch eins. Und dann haben wir das Spiel, glaube ich, durch. Gut. Jetzt die Frage. Richtung Baumission oder Richtung Heldenmission? Da haben wir einen Schwarm. Wenn's. Die Viecher sind schlimm. 20 Giganten. Giganten. Glückwunsch. Mal die Schwärme probieren. Ich gucke jetzt erstmal kurz nach meinen Punkten. Hoppala. Neue Einheit Mutant. Den würde ich gerne noch ausprobieren, ne? Dann. Okay, wir machen jetzt mal kurz die Schwärme. Wir probieren mal die Schwärme. Welchen probieren wir zuerst? Die 20 infizieren oder die 20.000? Oh Mann. Ich bin mir halt immer noch nicht sicher,
Was die beste Taktik gegen diese Giganten ist. Okay, stimmt. Auf höherem Schwierigkeitsgrad können Giganten bis zu 20.000 HP haben. Ja. Ja, ja. Minimum, oder? Wahrscheinlich sogar noch mehr. Mutant rekrutieren. Ich hab die noch nie... Die kosten 1.000. Ich hab die halt noch nie eingesetzt. Könnte ich halt nur 10 machen. Oder halt lauter Titan. Thanatos waren aber auch nicht schlecht, glaube ich. Thanatos, ready and cool. Thanatos, ready and cool. The mighty Titan is here. The mighty Titan is here. The mighty Titan is here. Wir probieren es jetzt erstmal mit Titan. The mighty Titan is here. Die voll blöd platziert, ne? Fällt mir gerade ein. Let's put this awesome body to use. Ready to burst some infected. Oh dear. Is it tea time already? Indeed. Jolly good. What can I do for you, sir? Hello. Kommen die jetzt immer nur von einer Seite erstmal? Good morning, sir. I'm the freaking boss. Scheint so, ne? Indeed. Okay, dann ist es aber nicht schlecht. Jetzt kommen sie als nächstes von uns. Okay, ein Titan ist weg von uns. Oh dear. Yes, it's a wonderful day, don't you think? Erst den einen bitte, dann den anderen. Let me destroy them. Ah, ich weiß nicht, ob das was wird. Good morning, sir. Excuse me? Feel the wrath of the Titan. Damn it! Ah. Die Thanatos sind aber, glaube ich, gar nicht so schlecht mit ihren Raketen. Yes. What can I do for you, sir? Is it tea time already? Wie die Erde bebt, ich finde es so krass. At your service. Too easy. Erst auf einen Freunde und dann machen wir den anderen. Have a taste of my machine. What can I do for you, sir? Bin gespannt, ob's klappt. Hello. Indeed. Oh. Not sleeping, just rest in my eyes. Ja, dass der Thanatos jetzt vorne steht, finde ich jetzt nicht so geil, aber okay. Es setzt mal was auf. Ja, Moment. Moment. Wie geht's im Spiel steht, dass auch Sniper gut gegen Giganten sein sollen? Weil die einen hohen Einzelschaden haben. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber die haben halt keinen hohen Schaden, glaube ich. Ich müsste mal ausprobieren, ne? Aber. Also es sieht ja gerade gar nicht so schlecht aus. At your service. Ready to burst some infected. Also diese... Dieser kleine Kopf da drauf, ne? Das ist einfach so genial. Hello. Here we go. Aber die Schwärme sind halt immer recht langweilig. Schaut ja aus wie du. Ja, brutal, ne? Der Hammer. At your service. Oh, hello. Lieb von dir, Hel. Excuse me? Too easy. Let me destroy them. Noch mal von links. Und die langen Arme. Ja, stimmt. Das habe ich schon öfters gehört. Aber die haben Wurstfinger. Wurstfinger habe ich nicht. Ich habe lange Finger. Haben wir ein paar verloren gerade, ne? Hello. Aber da kommen die letzten zwei.
Lustfinger habe ich. Na, es geht. Es geht. Ach komm. Hello. Good morning, sir. What can I do for you, sir? The Titan has fallen. Gee. Giganten haben bestimmt mehr Liter Eiter in ihren großen Pusteln. Oh, das kann natürlich sein. So, dann gehen wir den nächsten Schwarm an, würde ich sagen. Macht so Spaß auszudrücken. Oh. Also bei Ausdrücken bin ich gar nicht dabei. Auch bei Pickel oder so, die kratze ich eher weg. So, Ausdrücken, aber das ist nicht so meins. Ich bin eher der Kratzer. Sollen wir jetzt den Mutant mal ausprobieren? Einfach nur zum Spaß, damit wir wissen, was der taucht. Können hier quasi von drei Seiten. Der ist halt schweineteuer, ne? The mutant is ready to destroy the world. Bin ich jetzt echt erschrocken, wie der scheiß Mutant. Das the mutant nicht. Is ready to destroy the world. Okay. Wahrscheinlich geht es voll in die Hose, weil ich so komisches neues Zeug ausprobiere. Tanitus, ready and cool. Wir nehmen da jetzt mal Leute, die einen guten Flächenschaden machen und mal nicht die Standard. Nicht die Standardsoldaten. Quasi. Also auch. Oh. Na, ein paar Scharfschützen noch mit rein. Einfach für die Venoms und so vielleicht. Und Tarnen noch. The Mighty Titan is here. Gerade keine Lust auf Soldaten, man merkt. Einfach mal wieder was Großes hier. The Mighty Titan is here. Ich muss aber natürlich auch bedenken, wir machen noch ein paar Scharfschützen, weil Sorge wegen den Venoms. Schade, dass ich das nicht einstellen kann, wenn die genau angreifen. Nehmen wir noch. Reporting for duty. Reporting for duty. Reporting for duty. The mighty Titan is here. Sniper is ready. Mach das Geräusch nochmal. Welches Geräusch? Sniper is ready. Welches Geräusch meinst du? Reporting for duty. Reporting for duty. Oh, näher noch. Boing. Das Auswählgeräusch. Ja, kommt drauf an, was ich auswählen soll, ne? Kannst du jetzt sagen. Ich starte jetzt, ja? Der tiefe Tod. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Last night I dreamt of brains exploding. Wir rücken die natürlich ein bisschen zusammen wieder, ne? Okay. Okay. Good morning, sir. What? Hello. Is everything okay? So, ihr macht es schon. Kannst die Ohren wieder abnehmen. So auf die Uhr geguckt. Sofort. Nach dem Schwarm. Ah, die haben eine geile Reichweite. Fällt mir gerade auf. Gerade fragen, ob von oben jemand kommt. Oh, die sind nur langsam. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Ich glaube, wir sehen die Mutanten nicht in Action. Kann das sein? Weil das Nahkämpfer sind. Die Lucifer kommen auch nicht dazu, an Kurt zu greifen. Scheiße. Ja, aber ist ja eigentlich gut. Eigentlich ist es sehr gut. Mutants will rule the world. Ich würde ihn aber schon gerne mal testen. Machen wir gegen Ende. Wenn wir sehen, wir gewinnen auf jeden Fall. Wir gewinnen auf jeden Fall, oder? Da kommt nichts drum rum.
Don't try to submit the mute. Guck mal, wie der die weghaut. Let go! Und jetzt guck mal, die Venoms sind zu Okay. Ich finde es so schade, dass man die Schwärme nicht beschleunigen kann. Ja, da kommen jetzt aber ein paar Venoms dazu, ne? Die noch sie zu spucken. Das ist natürlich nicht so nice. Aber wenigstens der eine Lucifer kommt ab und zu mal dazu, was zu tun, ne? Immer auf die Stärksten, dann müssten die eigentlich auf die Venoms gehen, weil die Venoms müssten gerade aktuell die Stärksten sein. Ja, scheint zu klappen, es spuckt nämlich keiner mehr. Alles klar. Läuft, Leute. Läuft. Heißt's abwarten. Spannend, ne? Der Hammer. Was habt ihr denn so morgen geplant? Ich hoffe, es schneit heute Nacht. Wenn wir Glück haben, schneit's. Geht's morgen früh nochmal Schlitten fahren. Und wir müssen das Auto nochmal testen. Eventuell müssen wir uns beschweren gehen. Ja, so oft sollte das mit den Veteranen nicht kommen, weil es können eigentlich nur Scharfschützen und Soldaten-Veteranen werden. Die anderen nicht. Oh, das nimmt kein Ende. Wie so um die Ecke wuseln. Immer diese Drehung hier. Rückwärts. Oh Mann, oh Mann. La 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 la. Schon coole Einheiten inzwischen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Mutant groß einsetzen werde, weil der ist halt wirklich nur Nahkämpfer. Den können wir eigentlich nur gebrauchen, um die Map zu clearen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich den dann hab, wo ich mir den leisten kann, habe ich eigentlich die Map schon ziemlich durch. Weiß es nur nicht. Mal gucken. Speak. Aber wir können ja mal gucken, wie der so fightet. Ja, der macht schon viel auf einmal weg, ne? Also schon krass. Und der kriegt echt wenig Damage auch, selbst von den Zeugspuckern. Good. We will come.
conquer the world. Schon spaßig. Feel the rage of the mutant. Ja, die sind cool. Wie die Menge weghauen einfach. Schwarm ist gleich fertig. Die hätten mich mal gegen die Giganten interessiert. Aber ich glaube, da hätten sie Probleme gehabt. Thank you.